Ja, hallo HSV-Fans, ich melde mich ja aus dem Homeoffice. Ich habe eben gerade ein wunderbares Fußballspiel gesehen. Also, das muss ich schon sagen, das war große Klasse. Also, mir fehlen sogar die Worte, und das ist bei mir immer nicht so einfach, dass man mich wortlos kriegt, da muss ich schon tot sein. Aber der HSV hat heute ein wunderbares Spiel abgeliefert. Also vorne eine 1, Mittelfeld eine 1 plus. Und hinten auch eine 1 plus. Also das muss ich schon ganz ehrlich sagen, das war Fußball vom Feinsten. So, ich möchte aber als erstes den Trainer danken mit seinem Team. Die haben wunderbare Arbeit geleistet und haben die Truppe trotz der Ausfälle wunderbar eingestellt auf diesen Gegner, auf Heidenheim. Also das war auch hochverdient, der 2-0. Das hätte auch 4-5 werden müssen in meinen Augen. Das ist das kleine Makel da dran. Aber wir haben heute ein wunderbares Fußballspiel gesehen. Also die Leute, ich muss mich vielleicht korrigieren, aber ich sage, ich nehme den Aufsicht ja nicht in den Mund. Aber ich sage im Allgemeinen, ich nehme die HSV-Brille ab und sage, so musst du spielen, wenn du aufsteigen willst. Diesen ganzes Gerede, das dumme Gesappel da mit Angstgegner hin und her, wir haben Heidenheim beherrscht. Da gibt es keine Diskussion über, wer das anders sieht und anders weiß, der hat vom Fußball wenig Ahnung. So Jungs, ich hab ja auch, ihr könnt ja hinterher gucken, Kittel. Und Aaron Hunt, sein Trikot rausgeholt, die hängen ja hier jetzt bei mir. Für mich die überragenden Leute. Natürlich mit Timmy Leibold, natürlich auch noch Onana. Aber ich sage ja, die waren alle gut, aber die beiden. Also der Aaron Hunt hat heute sein Spiel seines Lebens gemacht. Das war 1 plus. Und bei Sonny 1, Nummer 1. Also es war alles rundherum gut. Ich habe mich auch gewundert über Wood, hat noch vollen Einsatz gezeigt. Also, dass er nun nicht jetzt ein Tor nach anderem machen wird, habe ich heute auch nicht mitgerechnet. Aber er hat gearbeitet für die Mannschaft. Also, was June aus dieser Mannschaft gemacht hat, mit 5 oder 6 Stammspielern, die fehlen. Also, da ziehe ich die Mütze oder den Helm, den ich jetzt nicht aufhabe. So, dann noch was. Heidenheim wollte hier noch ein bisschen Gas geben. Die sind gar nicht ins Spiel gekommen, weil der HSV so gut war. Und da gibt es keine Diskussion über. Ich kann keinen Makel sehen. Ambrosius, Heyer, alles. Die haben heute erstligatauglich gespielt und nichts anderes. Also ich könnte noch weiter schwärmen. Diese ganzen Torchancen, die sie noch hatten. Sonny hatte noch mal eine 1000-prozentige. Aber es ist alles wunderbar gelaufen heute. Und ich werde die Jungs jetzt, ich habe sie abgeholt am Hotel. Ich war ja, habt ihr ja gesehen, mein Video. Und das werde ich jetzt immer weiterhin tun. Die ganzen Heimspiele, wenn sie hier spielen. Und wenn das abends um 20:30 ist, ist Peter an Élysée Hotel und hol die Truppe ab. Also das lassen wir uns nicht mehr entgehen, das Ding. Ich bin so ein bisschen abergläubisch. Und die Raute läuft ja auch, das könnt ihr sehen hier, meine Raute hier. Könnt ihr ja sehen, Augenblick. Ja, da läuft die Raute. Ja, so ist er. Ja, klar. Also, es ist alles wieder im Blut und wir gucken wieder von oben runter. Das ist schön, das ist wunderbar. Und noch was, es war ein hervorragendes Fußballspiel. Also, was der HSV abgeliefert hat, auch läuferisch. Kondition haben sie ja ohne Ende. Nur natürlich ist das so, wenn heute Simon gespielt hätte, das muss ich natürlich dazu sagen, dann hätten wir auch sicher noch 2, 3 Tore mehr gemacht. Aber man weiß das nicht. Also nochmal an den Trainer, alles Gute für euch drei. Also ihr wisst ja auch, wie ich zu euch stehe. Das war die Einstellung, taktisch hervorragend. Der Schmidt wusste gar nicht, was er machen sollte. Der hat ja hin und her gewechselt da. Also ich sage ja auch, mir fehlen langsam die Worte, Jungs. Aber ich will euch eins sagen. Der June und sein Team und die Mannschaft, die kann keiner mehr auseinanderreißen. Die sind verschworen. Das habe ich jetzt raus. Also ich merke das ja auch beim Training. Da wurde nicht lamentiert, weil Simon ausgefallen ist oder Dutschek. Der Dutschek, der hat sich die Schulter ausgegeben vorgestern. Da wurde nicht diskutiert. Da hat er nur noch zu mir gesagt, der Trainer, Peter, wir haben noch andere Leute, die spielen denn. Und er hat recht gehabt. Die jungen Leute, alles wunderbar gespielt da, klasse. Und natürlich der Joscha auch, ein wunderbares Spiel, das hätte ich bald noch vergessen. Aber rundherum war das eine Vorstellung, eine Empfehlung für die erste Liga. So ist das. Ich spreche nicht von Aufsicht. Aber die Mannschaft, die heute im Volkspark gespielt hat, die hat eine Empfehlung abgegeben für die erste Liga. So, jetzt mache ich Schluss, jetzt hole ich mir ein Eierlikör und den werde ich mir jetzt reinziehen. Ist egal, haut rein, das Tango. Und Jungs, morgen früh würde ich auch mal sehen, wenn die Jungs auslaufen.
Die Supporters und Konsorten, das ist kein Sonders mehr. Die liegen alle noch in den Federn, aber das ist auch egal, ob sie kommen oder nicht, interessiert mich nicht. Peter ist morgen da und morgen kommt ein Statement aus dem Volkswagen. Alles klar, ich wünsche euch was, nur der HSV. Haut rein, das Tango, tschüssi. Und jetzt geht Peter in Eile trinken. Alles klar, schenke ein.